So, moin zusammen. Wir sind hier heute am Weihnachtsbaum ernten. Sagt man das überhaupt? Keine Ahnung. Sagt man so. Ja, würde ich schon sagen. Das ist mein bester Freund Christian. Wir kennen es ja noch vom Oktoberfest. Der eine oder andere hat es gesehen. Ja, heute aber ein bisschen nüchterner. Also ist alles gut. Wir dürfen noch fahren. Ja, wir lassen es gleich abholen, ist ganz klar, logisch. Ne? Wir sind ja auch im ländlichen Raum. Da lebt man ja noch das Leben, so wie es ist. Ne? Und wir haben jetzt hier schöne Weihnachtsbäume gefällt. Christian hat ja auch einen spendiert. Er weiß nur noch nicht, für mich auch. Ne? Ja, wie immer. Habe ich mir schon gedacht. Jedes Jahr das Gleiche. Nein, nein. Und wir wollen mal ein bisschen über die Landwirtschaft reden. Es war ja dieses Jahr sehr, sehr turbulent. Politisch auch turbulent. Wir haben jetzt eine neue Regierung mit der Ampel. Jetzt seit knapp über einem Jahr. Und das ist für uns in der Landwirtschaft, waren das schon Einbußen, ne? Ja, also, das ist schon eine Katastrophe. Ich sag mal, seit 45 würde ich sagen, die schlechteste Regierung bis jetzt. Ja, das heißt schon was. Die Vorgängerregierungen, die waren ja auch schon schlecht. Ist jetzt nicht alles dieser Regierung anzulasten, aber was jetzt noch zusätzlich dazu kommt, das ist schon ein ideologisch geprägter Schwachsinn, oftmals. So, das kannst auch gerade du sagen. Ich meine, ich bin Ackerbauer, du machst Ackerbau und Kartoffeln im Schwerpunkt, ne? Ja, du bist stimmt. International vernetzt, ne? Ein paar Schweine habe ich auch noch, aber das steht schon länger leer, weil sich das also überhaupt nicht dreht im Augenblick. Brauchen wir auch nicht mehr, ne? Essen, Luft und Liebe reicht. Luft und Liebe reicht und wir können es ja von den anderen holen. Und genau das ist der Punkt. Handelsabkommen, CETA, Kanada beschlossen, jetzt kommt Mercosur mit Neuseeland. Ich war heute noch bei uns beim Edeka, Broschüre, Nationalflagge Edeka, Neuseeland meine ich. Also Neuseeland, ich war ja schon dreimal da, netto Flugzeit 24 Stunden, netto Flugzeit. Wenn du noch weiter wegfliegen willst, dann muss es der Geht Mond nicht. Sein. Dann muss der Mond sein, ja schwierig da, ne? Also von daher, das ist alles nicht nachhaltig, was man uns verkauft, ne? Nein, es ist ja auch nicht im Bereich Landwirtschaft nur so, es ist ja auch in anderen Bereichen so. Jetzt, wenn wir jetzt die Energieproduktion hier mal uns darüber unterhalten, dass wir jetzt die Kohle aus Australien herholen und unsere Zechen hier dicht gemacht werden, es wird alles nur verlagert. Aber Australien ist besser. Näher als Neuseeland. Ja, da war ich auch stimmt. schon. Ja, da war ich auch schon. Ja, ja genau. Luise Neubauer war auch schon da. Luise Neubauer ist ja mit ihren 19 Jahren auch schon mehr geflogen als ich mit meinem 46 Jahre, also weiß meine ganze Familie. Aber nur, das ist nur am Rande so. Das ist halt mal die Doppelmoral, von der wir gerade sprechen und hier. Die sich auch wie ein roter Faden durch die ganze Regierung zieht. So sieht's aus, ne? So sieht's aus, weil es ist unehrlich. Passiert alles unter dem Deckmantel des Klimaschutzes, des Artenschutzes. Frau Lemke, unsere Umweltministerin, war ja jetzt in Kanada, hat 1,5 Milliarden übergeben an wen, keine Ahnung was. Und dann kommt sie zurück und heute lese ich in der Tagesschau online. 80% der landwirtschaftlich genutzten Fläche in Deutschland ist in einem katastrophalen Zustand. Wusstest du das? Nein, wusste ich noch nicht. Ich weiß nicht, wo sie schon geguckt hat. Im Rest ja, die waren in Berlin, glaube ich. Also ich glaube, die sind noch nie aus Berlin rausgefahren. Ja, ja. Weil, lass uns mal gucken, wir sind ja hier im Weserbergland, in schönen Niedersachsen. Na, du hast ja hier deine Bäumchen hier, Tannenbäume. Dann hast du mir gerade noch erzählt, wo ich gestaunt habe. Was habt ihr hier gepflanzt? Buchen? Ja, Buchen, Eichen? Douglasien, Ahorn. Einfach so, ne? Ja, einfach so. Einfach so. Weil schön Papa ist, der ne? Bock drauf hatte. Weil Papa Bock drauf hatte. Also, aber das passt irgendwie nicht so ins Bild, Christian, weil dein Papa ist auch Landwirt. Ich saß mit ihm ja mal in der Legislatur bei uns im Stadtrat. Aufrichtiger, ehrlicher Mensch. Er muss doch auch Klimavernichter und Umweltverschmutzer sein. Der ist doch Landwirt. Das passt doch nicht. Was erzählst du denn? Guckst du zu lange öffentlich-rechtlich jeden Tag oder was redest du hier? Ja, das ist einfach der Punkt. Es ist einfach, ich ärgere mich bei der Tagesschau, dass man sowas echt schreibt. Ich weiß nicht, ob es dann, muss man Tom Bochum mal fragen. Der scheint ja ein aufrichtiger Typ zu sein, ne? Als Chef vom WDR. Aber wie kann der das zulassen, dass sowas gedruckt wird? 80% Deutschlands sind in einem schlechten Zustand. Waren die schon mal da, wo unsere Lebensmittel in Zukunft herkommen sollen? In Brasilien, wo mehr Regenwald abgeholzt wird als alles andere. Wo die Flüsse, ja, die purpurne Flüsse, war mal ein Film drüber. Ja, weil da sind Pflanzenschutzmittel eingesetzt, die bei uns seit Jahrzehnten verboten sind. Aus gutem Grunde. Und wenn wir das hier outsourcen, ich begreife es, was ist daran bitte nachhaltig, was ist daran bitte schön irgendwie umweltschonend, artenschonend, spinnen die alle? Ja, das fragst du dich tatsächlich, aber ich habe es, deswegen gucke ich auch keine öffentlich-rechtlichen mehr. Ich habe ja, nach schwierig. Netflix und nach Amazon Prime brauche ich jetzt noch Disney Channel, weil ich sonst mir eine schöne Traumwelt aufbauen, nein, sonst resigniere ich. Die Zeitung lese ich nämlich ab und zu mal und Radio komme ich auch nicht drum rum, weil das im Auto läuft. Ja, das ist auch schlimm genug. Nein, aber das sagt Buro auch. Ich weiß, was Buro? Ich glaube ja, als Intendant dachte er, Fernsehen ist irgendwann Geschichte. Ist so. Ja. Ich meine, die 9 Milliarden Euro, da war ich erstaunt, 9 Milliarden Euro von den Gebühren, die wir bezahlen müssen, das ist schon die Hälfte von dem, was unsere Universitäten kriegen. Und ich hatte neulich ein Video gemacht, unter den Top 20 Universitäten ist keine Deutsche dabei. Nein, wie denn auch? Ja gut, aber dafür kriegst du Traumschiff, kannst du gucken.
Ja, komm, lass uns mal über das Fachliche nochmal reden, weil du machst Kartoffeln. Jetzt soll Pflanzenschutz um die Hälfte reduziert werden, beziehungsweise verboten werden. Wo ist das Problem dann, gerade für dich als Kartoffelanbauer? Ja, das große Problem wird mit Sicherheit das Pflanzgut werden, weil Pflanzgut ist nun mal, um da ein virusfreies Pflanzgut zu erzeugen, muss man halt Pflanzenschutz einsetzen, natürlich nicht über die Maßen, aber es geht nicht ohne. Und gerade im Bereich Insektizide ist es ja so, dass das nun in den nächsten Jahren, so wie es aussieht, massiv reduziert wird. Und dann haben wir das Gleiche, was wir vorhin schon angesprochen haben. Mhm. Wir haben da auch eine Abwanderung von den ganzen Pflanzgutunternehmen beziehungsweise Pflanzguterzeugern. Das wird dann nicht mehr hier produziert, das wird dann irgendwo anders produziert. Vielleicht innerhalb der EU, man weiß nicht, wie das in anderen EU-Ländern dann so ausgestaltet wird, weil in Deutschland, so wie es aussieht, ist es ja so, dass es schon eine massive Reduktion ja, klar. gewollt ist durch unsere Regierung. Das ist ja Vorsatz. Ne? Ja, also eben. Und wenn 2000... Das wird dann schwierig, dann kommt es wieder auch woanders her, wie viele andere Sachen auch. Ja, genau. Es ist ja ersetzbar. Ne? Julia Klöckner war ja wirklich der Burner, wie sie gesagt hat. Aber der Heli, ich war ja nicht dabei, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das ist ja deren Biodiversität, die zerstört wird, nicht unsere. Und das ist ja auch beim Klimaschutz genau das Gleiche. Wenn man Klima, muss man global, ist ja keine Käseglocke hier oben. Nein, das ist ja lächerlich. Also wenn wir hier, wir können ja, Klimaneutralität ist auch so ein Punkt, wo ich immer denke, wir sprechen jetzt, du und ich, wir stoßen jetzt durch, sprechen ja allein schon CO2, also klimaneutral, was ist das überhaupt? Geht das überhaupt? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und das ist das Unehrliche, was hier gerade läuft. Wir sind mit der Landwirtschaft, das sieht man hier ja in der Kulturlandschaft, wir haben den Weserradweg, der läuft hier lang, da kommen aus ganz Deutschland, aus ganz Europa Leute den Radweg runtergefahren, sagen, wie schön ist das hier bei euch in Deutschland, das ist ja Wahnsinn. Ja. Wir haben ein kleines Hotel, wir wissen das ja alle, also so schlecht kann es ja nicht sein. Wir können Landwirtschaft mit Naturschutz, Artenschutz verbinden, besser als jeder andere. Ja. Ich habe, wo wir gerade hier im halben Wald stehen, sage ich mal, habe ich jetzt mit dem Forstwirt vorgestern gesprochen, der hatte sich auch nochmal mit mir kurz geschlossen und der sagt auch, allein hier im Forst am Hessisch-Oldendorf haben wir jetzt mittlerweile 1500 Hektar Naturwald. Ja. Das ist Wald, der über Jahrzehnte gepflegt worden ist von Förstern, das hat Geld gekostet, da ist Wiederaufforstung, da stehen Top-Bestände, die man nutzen könnte als Brennholz, als Furnierholz, als alles und das fällt jetzt alles dann irgendwann um, so in den nächsten 100 Jahren, sage ich mal, und da wird genauso CO2 draus, wo ich mich frage, was soll das? Auch ein Punkt von mir, den ich neulich mal gesagt habe, was ich nicht verstehen kann. Es gibt ja Wälder, die eine Nullnutzung haben sollen. Das sind nämlich genau solche Wälder. Die soll man auch nicht mehr betreten. Was ist dann der... Ist Wahnsinn. Also wir sind uns doch alle einig. Das sagt ja auch die Regierung. Holz ist nachhaltig. Als Baustoff. Also wir haben hier in Rinteln eine IGS gebaut. Aus Holz, kam eine Firma aus Bayern. Sieht geil aus. Ist irre teuer, aber ist gut, ist nachhaltig. Super. Wenn wir dann einen Wald in eine Nullnutzung überführen und das einfach so sich überlassen, das ist doch total irre, weil wir müssen es woanders herholen. Gerade hier haben wir nun, wenn man es auf die Buche runterbricht, ist das einer der besten Standorte ja, hier. Ja, na klar. Ist so. Wächst die Buche super. Das ist ein Trauerspiel. Also jeden Förster werden hier die Augen drehen, ja. Dass solche Bestände wirklich, ja, wo es ja auch Geld investiert worden ist. Wie gesagt, da sind Leute für angestellt gewesen, die das gepflegt haben, die das geläutert haben, die das alles gemacht haben, die das irgendwann vielleicht mal gepflanzt haben. Ja. Und jetzt? Ja, wir ersetzen es, wir holen es woanders her. Und du kannst es mit der Energie genauso sagen. Es ist komplett lächerlich. Merz hat es gestern gesagt, die AKWs werden ab 1.4. abgeschaltet, weil wir die Brennstäbe nicht bestellt haben. Wir holen dann den Strom aus Frankreich, aus Holland, überall anders her. Ja, und das ist am Regal endet die Moral, ist bei unserer Landwirtschaft so, und anscheinend endet die Moral auch an der Landesgrenze. Weil es ist total irre. Fracking-Gas ist für mich das beste Beispiel schlechthin. Die FDP, Herr Dürr, hat heute gefordert, dass wir in Deutschland fracken sollen. Das würde auch Sinn machen. Der eine oder andere sagt, das geht gar nicht. Herr Scholz hat ein Gas-LNG-Terminal eröffnet. Das kommt aus Amerika, da wird es auch gefrackt. Bloß es wird dann noch einmal um halben Planeten gefahren. Okay, was ist denn daran nachhaltig? Das ist gar nichts nachhaltig. 20% gehen bei dem Prozess verloren, ne? Bei dem flüssig und wieder an gasförmig. Ja, wie viel ist es? Wie viel Prozent kommen da an? Wie viel ist es von für ein Schiff reicht in Deutschland für 12 Stunden, habe ich gestern gelesen. 12 Stunden. Super. Ein Schiff. Und dafür lässt man sich feiern. Biogas, auch eine Geschichte. Wir produzieren 10% des gesamten Gasverbrauchs in Deutschland mit Biogasanlagen, könnten auf 20% hoch. Man wollte rückwirkend vom Umsatz was abschöpfen. Glücklicherweise haben alle Verbände, auch wenn Herr Ruckwied das nicht so sieht, alle Verbände dagegen gekämpft. Und ja, man hat zum Glück, sind es nur 160 Anlagen noch, die in Deutschland betroffen sind. Die anderen müssen dann nichts, diese
angeblichen Übergewinne, was ja keine Gewinne sind, abschöpfen. Wo gibt es denn sowas überhaupt? Keine Ahnung. Jetzt muss man doch sowieso über die Einkommensteuer das bezahlen. Also die, ja, das ist ja der Wahnsinn. Die kriegen es ja über die Steuer sowieso wieder. Ja, ne? Das ist ja irre. Also nein, Wahnsinn. Aber unsere Furcht ist ja, dass die heimische Landwirtschaft noch weiter dezimiert wird. Und genau das Gegenteil von dem, was immer propagiert wird, kleine Betriebe stärken, das sind ja die Ersten, die draufgehen. Ja, sind die Ersten, weil es einfach, wenn ich habe ja jetzt auch nicht die schlechteste Ausbildung. Ich habe meine Ausbildung gemacht, da habe ich meinen Betriebswirt gemacht, da habe ich noch ein Studium hinter und ich blicke schon fast nicht mehr ganz so lang, was ich wann, wo, wie melden, beantragen. Nee. Na, es ist ja, das kann ja nicht noch im Sinne des Erfinders sein. Das sollen dann die kleinen Betriebe noch machen. Mhm. Ich zähle mich ja auch mehr oder weniger dazu, aber das kann eigentlich nur ein Großbetrieb machen. Dann bleibt die Sekretärin eine Stunde länger abends und macht das noch mit fertig. Und weil die sich den ganzen Tag damit beschäftigt. Ich muss aber nebenbei noch meine Arbeit, und du ja auch, deine Arbeit noch fertig kriegen. Das darf man nicht vergessen. Arbeiten, kleine Betriebe, was ist das für ein Gas, was sie erzählen? Das ist doch Quatsch. Ja, die kleinen Betriebe, das ist doch völlig kontraproduktiv. Gerade jetzt vor dem Hintergrund, was sie jetzt alles noch in der Pipeline haben, was noch alles auf uns zukommt. Was sollen die kleinen Betriebe noch? Keine Ahnung. Mein Kumpel Markus Blome hat ja auch ein Video neulich gepostet. Markus, es geht viral, ist geil. Du hast vollkommen recht, aber solange da draußen noch welche sind, die im Tiefflass sind, wird sich nichts dran verändern. Und wir müssen, glaube ich, erst volle Möhre vor die Wand fahren, um dann zu merken, oh, das tut weh. Es muss noch schlechter werden, bevor es wieder besser wird. Aber wie lange soll das noch dauern? Ja, wer ist dann noch alles weg? Ich garantiere euch, es dauert nicht mehr lange. Ich kann es mir sagen, hier Kilowattstunde Strom bei uns in Rinteln, du weißt es, 61,7 Cent. Boom! Wer soll das bezahlen? Wer soll das bezahlen? Die Betriebe, die können, werden abwandern. Die Wertschöpfung wird weg sein. Und ich habe heute mit meiner lieben Kollegin Milva noch gesprochen. Milva, schöne Grüße. Windenergieanlagenbauerin der ersten Stunde. Die sagt auch, ja, wir hätten ganz gerne mehr gebaut. Es ist nicht gewollt, weil es politisch nur Blockaden gibt. Nur Blockaden. Du siehst, bei der PV-Anlage ist drauf, ne? Ein Jahr gekämpft und die Genehmigung ist eigentlich immer noch nicht da, die richtige. Aber ich sage einfach nur, es ist, wie es ist. Man muss einfach mal machen, ne? Weil die Regierung fordert es, wir können es liefern, wir können es im ländlichen Raum liefern, wir könnten dezentral Energie, wir könnten autark sein. Wir sind hier an der Weser, wir könnten Wasserkraft nutzen, wir haben Biogasanlagen hier, wir haben Windenergieanlagen, wir haben PV, du und ich, wir haben zusammen 400 kW PV, mindestens. So, das können wir dezentral alles liefern. Ja, aber es ist nicht gewollt, weil es ist so ein bürokratischer Psychoapparat, anders ist es nicht mehr zu erklären. Ja, das kannst du im Ausland auch keinen mehr erklären, was hier abgeht. Und das ist bei uns im Kleinen schon so. Und egal, wo du hinguckst, guck auf Landkreisebene, guck auf Landesebene, guck auf Bundesebene. Es ist ein totaler Wirrwarr und keiner weiß, es gibt auch keine Richtung. Hier dieser, wie heißt er nochmal, Scholz... Soll mal Bundeskanzler gewesen sein. Oder ist er angeblich? Keine Ahnung. Wo ist denn die Richtung, Herr Scholz? Ich sehe ja immer nur Herrn Habeck im Fernsehen. Aber zu Herrn Lindner, der irgendein Märchen auch erzählt, aber sonst ist gar nichts mehr. Alles ganz schwache Bilder. Wo ist die Richtung, wo wir hinwollen? Gebt den Landkreisen einfach die Liste in die Hand fesseln, sagt, werdet autark, wie, ist mir egal. Und dann hast du eine Deutschlandkarte. Und pass mal auf, was passieren würde. Wenn die wirklich die Freiheiten hätten, selbst zu entscheiden. Bum, 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 würden überall Landkreise aufleuchten, wir sind autark. So. Und zwar nicht nur mit Windenergie und mit Solar, was propagiert wird, sondern wir haben tausend andere Möglichkeiten. Das ist nicht gewollt. Irrenanstalt. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir können uns ja nächstes Jahr um diese Zeit hier wieder melden. Mal gucken, wo wir dann stehen. Da haben wir kein Internet, garantiere ich dir. keine Funkverbindung mehr. Der ganz große Renner im Augenblick sind noch Notstromaggregate. Haben alle Angst, das ist irgendwie ein Blackout. Ja, ist komisch, das ist, ne? Schon irgendwie, wir werden erstmal die Brownouts kriegen. Ja, die Brownouts. Wie gesagt, Gas ist ja auch so ein Thema, total irre. Du weißt es, wir haben noch einen relativ guten Mittelstand hier bei uns in der Region. Ja, ne? Und die sind nun mal energielastig. Und wenn 1,2% pro Tag letzte Woche an Gas weggehen und Herr Müller panisch aufschreit, weniger heizen, Freunde, das wird nicht gehen. Ich bin ja mal gespannt, weil uns gehört ja nicht alles an Gas in diesen Speichern. Ja, das sagt, glaube ich, auch keiner so richtig die Wahrheit. Wie viel ist denn tatsächlich die Wahrheit? Musst du musst vorsichtig sein. Ja, schwierig. Naja. So, wir haben noch übermorgen Heiligabend. Jawohl. Und ich würde sagen, wir wünschen euch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Frohe Weihnachten und fette Geschenke. Fette Geschenke. So sieht's aus. Cheers. 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 Macht's gut.